jeden Tag. Ganze Woche, ne? Ja. Deine Ja, du Oster musst halt die überrascht. Nachrichten richtig lesen, ja. Okay, wir haben heute zwei Workouts. Einmal ein Starter-Workout mit 100 Box-Jumps. Die machen wir im E-Mom-Stil. Das heißt, jede Minute müsst ihr sechs Liegestütze machen. Die erste Minute beginnt auch mit sechs Liegestützen. Und nach Liegestützen arbeitet ihr die Box-Jumps ab. Bis wieder die Minute voll ist, dann wieder sechs Liegestütze. Und ihr macht so weiter, bis ihr bei 100 seid. Sollte im Normalfall zwischen 7 und 9 Minuten dauern. Ja, also 10 Minuten das Time Cap, 7 bis 9 Minuten, denke ich, ist das realistisch. Das heißt, bei 10 Minuten müssten wir nur 10 machen pro Minute. Aber ich traue schon zwischen 10 und 15 zu, auf jeden Fall. So, danach sind wir dann schön durchgewärmt schon und gehen ins nächste Workout. 10 Runden auf Zeit, also RFT, Rounds for Time. 10 Reverse Burpees, 10 Overhead Squats. Mit Band 10 halbe Burpees zu Squat und 10 Pike-Ups. Das heißt, ihr braucht heute ein Gummiband und ihr braucht wieder irgendwas für die Füßchen, aber wir finden dann auch eine Alternative zu Ranziehen. Aber auch das machen wir dann, wenn es soweit ist. Weil jetzt bereiten wir uns erstmal auf das erste Workout vor. Ich sehe bei den Männern schon einen Stuhl. Sehr gut. Charlotte, hast du schon? Hast du schon? Ja, genau. Hol mal einen. Also ihr braucht eine Stuhlbox und ein Gummiband heute, wo ihr euch reinstellen könnt. Und gegebenenfalls für die Pike-Ups irgendwas, was über den glatten Boden gut rutscht. Genau, also die Zeit habt ihr jetzt immer diese Woche, weil ihr nicht wisst, auf was ihr euch vorbereiten sollt, dass ihr euch das Zeug noch zusammensammelt. Was ist denn das bei dir für ein Zeichen, Melli? Was ist der Name? Nee, da steht, das sieht aus wie so ein Blümchen oder sowas. Das ist eine Sonne. Ich habe eine Sonne ausgewählt. Ich Ah, kann okay. jetzt. Ah, sehr gut. Ist das nicht als Sonne angezeigt? Na, kann man nicht so, also ich kann es nicht direkt deuten als Sonne. Ich habe eine gelbe Sonne ausgewählt. Sehr Das ist gut. die Okay, schwarze also Messi. Warm-up. Wir bereiten uns speziell jetzt nur auf das Starter-Workout vor. Wir machen keine großartigen Mobilisationsübungen. Wir machen 3 Runden. Wir starten immer mit 20 Steel-Jumps. Das war wie hier, wer es nicht mehr weiß, das sind die Steel-Jumps. Danach 8 Box-Step. Und wir steigern uns dann von Runde zu Runde, von Step hin zu Steigen, zu springen. Das sage ich euch dann. Und am Schluss 6 Liegestütze, das heißt erst leichte und die auch schwerer werdend. Ja, also nur diese 3 Übungen: Ziel-Jumps 20, Box-Step zu Jump 8 und leichte zu schwere Liegestütze. Okay? Ihr könnt eigentlich, ja, wir machen auch eine Timecap, ist egal, mit den Ziel-Jumps in, jawohl, 5 Sekunden, drehen und los geht's. Die Aufnahme läuft, Helmut. Super, danke. Dass wir alternierend arbeiten, also das heißt immer mit dem anderen Bein wieder runtergehen, dass immer das andere Bein auch benutzt wird. Danach leichte Liegestütze, entweder gleich an der Box erstmal ein paar Liegestütze oder am Stuhl oder auf den Knien, wie es euch gut tut. Ellbogen schön durchdrücken oben, ready, jawohl. Und dann geht ihr schon in die zweite Runde rein, das war jetzt gerade minimal eine Minute. Sehr gut. In der zweiten Runde 4 Box-Steps und 4 Sprünge.
Und für die, die nicht springen können, 4 Squat, also 4 Boxsteps und oder Stuhlstepper und 4 Squat to Step. Das heißt, wir machen dann eine Kniebeuge und steigen hoch. Das ist dann auch die Ausführung des Workouts. Also 4-4. Sehr schön, Melly. Du Leute, jawohl. Bin begeistert. Dann die Liegestütze nicht vergessen, genau. Wunderbar. Uschi geht in die letzte Runde. Jawohl. Und in der letzten Runde im Idealfall schon normale Boxjumps beziehungsweise Squat to Step und die Liegestütze in der Ausführung wie im Workout, entweder AOX oder leicht skaliert. Charlotte, versuch mal den Squat ein bisschen tiefer zu machen. Ja. Jawohl, Oberkörper schön oben lassen. Genau, Helmut. Du springst achtmal, Uschi. Du darfst springen. Jawohl, da fühlt die Franken sich wohl. Jumps zum Anfang vom Work, vom Training, das ist ihre Welt. Genau, der Squat immer vorher. Squat to Box Step. Dann die Liegestütz. Darf ich eben noch zur Toilette rennen? Klar, mach das. Und für die anderen, die dann fertig sind, die können noch 10 Mobility Squats machen oder eine Mobility Übung, die ihnen gut tut, die sie noch gerne machen würden. Ansonsten Mobility Squats, so wie die Franzi das gerade macht. Hände unter die Füße, pro hoch, pro runter. Und unten kurz Spannung aufbauen. Genau, Arme zwischen die Beine. Charlotte. Was? Kannst du? Arme zwischen die Beine. Bitte mal Kopfhörer besorgen, Charlotte. Ich habe es schon mal gesagt. Ha? Ja, genau. Ja, bitte. Bitte mal Kopfhörer besorgen. Ich habe es doch letztes Mal schon gesagt. Du hast doch welche, glaube ich, hast du gesagt. Ich? Nee, der Weihnachtsmann. Ich will. Warte. Wenn dann der Osterhahn hast du. Jawohl, Maddie ist wieder da. Hörst du mich jetzt? Oh, ist das geil. Zeig mal den Kopf. Das ist halt, das wird, glaube ich, ziemlich übel. Aber, ja. Na ja, gut, das ist natürlich nicht so ideal mit den Dingern, aber die, du bist zumindest sehr gut zu verstehen. Ja, ja, aber das kriegst du dann, also dann knarrt es wirklich, wenn ich hier laufe auf dem Boden. Irgendwann sagst du, du musst leiser werden. Nee, nee, das ist nicht mein Problem. Da kann ich dich leise stellen. Das Problem ist bloß, dass du schwitzen wirst, dass die Dinger verrutschen werden, dass sie dich irgendwann nerven. Ja, ja. Ja. Okay, Leute. Ich stelle jetzt den Timer ein, das heißt, es wird für das erste Workout wird es jetzt schon ernst. Ups, das ist der falsche. Also 10 Runden haben wir maximal Zeit, immer eine Minute. Wir starten mit 6 Liegestützen und den Rest der Zeit die Box Jumps, bis ihr bei 100 angekommen seid. Das heißt, ihr zählt immer fortlaufen, dann kann am wenigsten passieren. Und ich würde immer so 10 Sekunden Pause vorher machen und dann den nächsten Satz reingeben, dass ihr nochmal ganz kurz durchatmen könnt. Ich glaube, aufschreiben, die Energie würde ich mir sparen. Ich habe immer so 14 oder 15 gemacht und habe dann einfach weitergezählt. Ja. Ist die Aufgabe erst mal verstanden? Ja?
Also für die Skalierten erst der Squat, dann der Step mit Hüftstreckung, für die anderen normaler Boxjump mit Hüftstreckung. Ja? Und Okay. was für Push-ups am besten? Schöne. Immer. Naja, ich kann jetzt denn. Du hast doch irgendein Kissen, was du dir unter die Brust legen kannst, Ja. oder? Ja. Zeig das mal, mach das mal. Moment. Ganz kurz. Also für die RX-Garde sollten die 6 Liegestütze nicht das große Problem sein. Genau, und legst dir so hin, dass du da immer gleich wieder ranlegen kannst, dass es dich nicht stört. Mach mal 2, 3 Liegestütze bitte. Genau, und das berührst du immer. Okay. Passt das, Charlie? Ja, passt gut. Jawohl. Oh, richtig schön, ist das toll. Okay, Leute, jetzt wird es aber ernst. In 10 Sekunden starten wir. Uno, los geht's. Ich sag's nochmal für die Melli, bitte das Bein auf beim Runtersteigen wechseln, Melli. Beim Runtergehen Bein wechseln. Du machst immer dasselbe Bein, immer das linke. Immer das, genau. Du sollst aber mit dem anderen runtergehen. Ist das so schwer zu verstehen? Yes, der Junge. Jetzt ist der Trainer glücklich, Melli. Sehr gut. Komm weiter. Ja. 10
Sekunden. Und letzte. Und dann bleiben Leute, wir sind bei der Hälfte der Zeit. Ihr solltet ungefähr 50 bis 60 jetzt haben, vielleicht sogar bis 65. Zehn Sekunden. Und fertig. Bitte dann die Zeit merken, wenn ihr fertig seid. Guckt dann auf die Uhr, bitte. Schon manche sein. Auch Bein wechseln beim Untergehen. Immer wechseln. Zehn Sekunden. Und Franzi ist fertig. Und die Gestütze. Du musst eine Minute abziehen von der Zeit, die du siehst. Wenn achte Runde jetzt, machst du bei sieben noch was oder bei siebter Runde bei dir, dann bei sechs noch was.
Achtung, gleich wieder Wechsel, letzte Minuten gleich. Und Charlotte ist fertig und Maddy, letzte Minute will ich. Komm, hol alles. Super schöne Kniebeuge, Maddy. Komm weiter. Jetzt kannst du bis zur letzten Sekunde im Arbeiten. Hol dir so viel wie es geht. Very, very good. Also, ich schreibe kurz auf. Wie gesagt, zu der Minute, die ihr seht, die müsst ihr eine Minute abziehen. Ja, also bei Maddy, die war jetzt in der 10. Minute. Sprich, sie hat dann 9 noch was, wenn sie fertig geworden wäre. Dann fangen wir mal an bei der Franziska. Die muss irgendwas mit 6 Minuten noch was haben. 6,43. Jawohl. 6,43 für Wort 1. Charlie? Hey, ich glaube 8,58. Was, bei dir stand 9 noch was? Ah, 9,58 stand. Nee, was stand bei dir? Stand eine 9 oder eine 8? 9. Ich war vor der letzten Runde fertig, also muss irgendwas mit 8 gewesen sein. Dann 8,58 oder was hast du gesagt? 8? Ja. 53 oder sowas? Ja, 58 ist gut. Ja, jetzt habe ich es geheizt. Ja. Helmut? Helmut, 8,41. 8,41. Die Uschi? 7,52. Die Uschi? 7,52. Danke, Uschi. Nein. Maddy? Mir fehlte ein Box-Jump-Squat. Ich hatte 99. Ah, siehst du, bei dem Thema bist du. Wo ist der hingekommen? Wo ist der? Ich kann es dir sagen, der Trainer war schuld. Ja, ich habe das verstanden, nur ich hatte ja immer im Wechsel gemacht und dann dachte ich, nee, nee, hast du nicht. Okay. Also du bist im Wechsel hochgegangen, aber du bist immer mit demselben Bein runtergegangen. Und dasselbe hat die Uschi gemacht. Ach so. Ja? Versucht euch mal dran zu gewöhnen. Also eigentlich ist es ganz einfach. Bei der Charlie konnte ich es nicht sehen. Deswegen konnte ich da nicht meckern, wenn sie es falsch gemacht hat. Also hoch, runter. Jetzt das Bein, was zuletzt runter geht. Dann zuerst hoch und dann zuerst wieder runter. Und so kann man eigentlich nicht durcheinander kommen. So wechsle ich immer beim Hoch, runter gehen die Beine. Ja. Bam, bam, bam. Dann haben wir keine Disbalance rein. Okay. Jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt erwartet. 10 Runden. Erste Übung sind Reverse Burpees. Wer weiß nicht mehr, was das ist? Ich kann keine machen, mache ich normale Scheiße. Ja, warte, kommen wir gleich dazu. Also, ich muss es noch zeigen. Ich habe nämlich nichts, den Weiches da. Doch, warte mal. Soll ich machen? Nein, 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 der Trainer macht das. Also nach hinten und auf. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Ich zeige nochmal ein, weil ihr seid. Ihr müsst nicht zwingend die Beine am Boden berühren. Und ich rutsche hier und hoch. Also wenn ich hochkomme, der stützt sich so ein bisschen an. Und Helmut Burpees sind eine gute Alternative, normale Burpees. Okay. Macht mal bitte jeder 4 Wiederholungen. Jawohl, sieht gut aus, Uschi.
Ja, genau. Gucke mit beiden Händen so ein bisschen abstützen. Und Maddie nochmal. Der war gut, Maddie. Jawohl. Schöne Hüftstreckung beim Sprung, wie beim normalen Burpee oben, über Kopf. Also denkt dran bitte, wenn ihr hochgeht, dass ihr kurz diesen macht, Hände über Kopf zusammenschlagt. Das 10 Mal, dann braucht ihr ein Gummiband. Habt ihr eines da? Ja. So, da stellt ihr euch rein. Ich habe jetzt auch sowas Ähnliches. Mal gucken, ob das damit geht. Das so wirken. Und, oh Gott. Und hier schön Spannung aufbauen. Wir stehen praktisch im Band und dann Kniebeuge. 10 Mal. Bitte mal testen. Jawohl, Melli, das sieht gut aus. Oshi, sehr schön. Franzi auch. Helmut, zeig mal deine. Die waren traumhaft. Das will ich sehen, das Traumhafte. Ob das nicht ein Albtraumhafter war. Oh, Jochen, den Reif, glaube ich. Ja, da ist Jochen schon zufrieden, Helmut. Sehr gut. Wunderschön. Traumhaft. So, Charlie, du hast jetzt anderes, oder? Ja. Hast du einen Besenstiel, Charlie? Ja. Dann hol einen Besenstiel, mach mit Besenstiel, mach ohne Gummiband, dann ist das so. Sehr gut, Maddie, die sehen gut aus. Reicht schon, jawohl. Warte mal kurz auf den Besenstiel. Mit Besen drin, jawohl. Zeig mir mal ein paar Wiederholungen. Relativ breit greifen. Jawohl. Und da die einiges leichter sind, machst du da immer 12 davon anstatt 10, okay? Ja, okay. Okay, gut. Dann haben wir 10 Half-Burpee to Squat. Kennt ihr alle? Wir machen einen halben Burpee und springen nach vorne. Die Hände lösen sich vom Boden und meine Hüfte ist unterm Knie. Das wäre die ideale Ausführung. Wer Knieprobleme hat, kann natürlich höher landen, aber Hände müssen trotzdem kurz gelöst werden. Bitte mal jeder 5 Stück machen. Genau, Helmut. Jawohl, Charlie. Sehr gut, Madi. Wunderbar. Und zum guten Letzt kommen die Pike-Ups. Die sollten bei mir jetzt sogar ohne Hüfte gehen. Oder ich nehme mal meine Decke hier. Meine Füße sind auch etwas, was rutschig ist. Und dann kann ich hier 1, 2, 3, 4 zehnmal mit gestreckten Beinen nach vorne gehen. So, die Franzi macht es im Türstock, glaube ich. Ja. Manny, wo machst du das? Oder geht das bei dir? Ich versuche mal, das ist kein glatter Boden. Das ist frei. Nee. Geh mal neben die Matte. Mach mal neben der Matte. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber dann muss ich steppen. Was? Ziehst du die Beine vor und steigst zurück, ja? Okay. Dann machst du das so und denke dran beim Zurücksteigen, dass du auch das Bein wegsetzt. Ja, so blöd wie es klingt, aber auch da wechseln. Okay. So, Charlie, wie ist das bei dir? Das habe ich jetzt nicht sehen können. Geht das bei dir? Ja, klar. Zeig mal. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Jawohl, da bin ich begeistert. Uschi, wie ist bei dir? Einer nimmt das Rudergerät und der andere? Da, wo es keiner sieht? Ja, aber das ist ein glatter Boden. Oh, oh, oh. Das ist ein Parkettboden. Oh. Die Uschi. Da, wo es keiner sieht, das ist gefährlich bei Uschi. Lass du mir nicht. Ich schau mal, wie es ausschaut. Komm, hopp, 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 hopp. Ach, ey, machen wir davon auch pro Runden, pro Übung 10 Runden? Also, geht zumindest die war nicht schön, da hat sie sich bemüht.
Ja, siehst du, da wo du hingeguckt hast. Das ist immer das Problem bei Regie. Wenn keiner hinguckt, dann wird es manchmal ein bisschen unsauberer. Ne? Schludrig, genau, schludrig ist ein gutes Wort. Also, jede Übung 10 Mal und insgesamt 10 Runden. Immer diesen Durchlauf: erst 10 Reverse Burpees, 10 Overhead Squats, 10 Half Burpees to Squats, 10 Pikes, Strich machen, nächste Runde und so weiter. Maddie, du machst bitte immer 7 Wiederholungen. Kann ich nicht mal durchziehen? Dann lass es dich durchziehen. Nein, Ich möchte brauchst du nicht, ich nicht. möchte mal versuchen. Ja, dann mache 10 Wiederholungen von allem, 10 Runden, Timecap ist 30 Minuten. Ich erwarte, dass die Franziska bei 23, nee, warte mal, warte mal. Heute früh waren die schon bei 22 fertig. Also ich war bei 24 oder sowas. Franzi wird da irgendwas bei 21, 22 sein. Dann muss die Franzi leider ein bisschen warten, aber dann ist das so. Ja, mit Zeit, kein Problem. Lass dir Zeit, genau, okay. Dann stelle ich die Uhr ein. Danke, 30 Minuten. Gibt es noch Fragen? Keiner hat mehr Fragen. Okay, es geht mit den Reverse Burpees los. Dann Attenzione. Dieci secondi. Tre, due, uno. Jawohl, los geht's. Musik folgt. Ellbogen schön durchgestreckt lassen, Helmut. Fahren hier mal 12, alle anderen 10. Klasse, Melli. So sehen Sie gut aus, jawohl, Melli. Und danach die Half Burpee to Squat. Für Franzi, Runde 1. Zwei Minuten, 4 Sekunden für Charlie und für Uschi. 2 Minuten, 5 Sekunden. Jawohl, ihr seid alle gut locker dabei unter den 30-Minuten-Schnitt. Das sind 3 Minuten pro Runde. Maddie, du kannst auch hochlanden. Spring nach vorne, brauchst dich in den tiefen Squat gehen. Lass den Po höher, dann ist es ein bisschen leichter. Wenn du vorspringst, den Po höher lassen. Jawohl. Maddie, geh in Sit-Ups, geh in Sit-Ups rein, mach 10 Sit-Ups, alles gut, mach 10 Sit-Ups, mit dem Boden ist scheiße dort, mach 10 Sit-Ups.
20 ist unter 2 Minuten Schnitt. Das heißt, unter 20 Minuten solltest du rauskommen, wenn du das Tempo hältst, wovon ich ausgehe. Melli, nimm das Band aus den Füßen raus, halt es nur über den Kopf. Steig aus den Füßen raus und hände es nur in die Hände. Steig raus und jetzt nimmst du es nur in die Hände und mach Oberhead-Squat nur mit dem Gummiband. Genau. Jetzt in die Halbzeitrunde gehen, wenn ich richtig sehe. Das heißt, fünfte Runde jetzt beginnt, oder? Ja. 7 Minuten, 44 Minuten, Sekunden. Das heißt, wir sind unter 8 Minuten noch. Kopf nehmen, die Arme, sondern bleib mir über dem Kopf, zentral.
9 Minuten auf der Uhr. Minuten 15 Sekunden rauskommen, sagt sie. Tempo halt. Du unter 20 Sehr gut. Okay, ich soll nach vorne kippen, ein bisschen breiter greifen, aber zu der Pflanze ein bisschen breiter greifen. Charlie, komm mal immer weiter. Frisur arbeiten, du wolltest es, kriegst du es. Ja. Okay. Und sie auch in der sechsten Runde? Was? Bist du in der sechsten Runde? Sehr gut, sehen wir gut aus. Every time they hear this sound, the freaks come out.
The freaks come out. The freaks come out. 14 Minuten nach der Uhr. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this sound, the freaks come out. 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 The freaks. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks. Letzte Runde, Franzi. Komm, 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 komm. Weiter für Franzi. Ah. Jawohl, 18, 48, sehr gut.
1848, Franzi. Ich habe noch heute in den Chat, nicht in den Chat, ins Workout reingeschrieben. Als Chor kannst du jetzt Chor machen, wenn du möchtest. Lesen, ob du es verstehst. Und wenn du Fragen hast, dann fragen. Weighted Sit-Up ist die Plate oder der Gegenstand an der, am Körper. Ja, Die Kerze, Füße nach oben, oben wird den Boden, dann wieder richtig nach hoch in den Stützstand, in die Kerze gehen. Warte, ich zeig's dir. Also, von hier. Oh. Ah, ja, okay. Und zeige jetzt hier im Seitenstütz und mit dieser Beine in die Hose. Thema. Ja. Under pressure. So Leute, wir sind bei 20 Minuten jetzt. Uschi, Runde Nummer 9 und Charlie auch, oder? Ja. Sehr gut. Uschi, auch 9. Runde. Hallo, wo bist du? Helmut, welche Runde bist du? Schau dir nachher. Versteht kein Wort. Er weiß es nicht. Achso. Einen, zwei, drei Minuten noch. Ja, versuch die Beine mehr senkrecht zu halten, Franzi. Vertikalen zum Körper, letzte Winkel zum Körper halten. Ja, probieren. Ja, ja, genau. Dominik! Warte! 9. Okay, gut, sehr gut. Yoshi ist schon in der 10. Sie hat mir gesagt, du müsst jetzt in der 9. sein. Sie ist in der 10. Charlie, du hast noch eine Runde? Nee, fertig. Fertig. 22, also 21,50, bitte aufschreiben. 21,50. Irgendwas mit 22,00 oder so, Uschi, bitte aufschreiben. Ihr beide könnt jetzt mal die Franzi beobachten. Die macht auch einen Chorteil. Uschi und Charlie, ihr könnt mal die Franzi beobachten. Steht auch im Chat drin. Also hier in der Übersicht, Chor 5 Runden, könnt ihr jetzt gerne mitmachen mit der Franzi. Ihr braucht ein Gewicht. Und Franzi geht jetzt in die zweite Runde mit dem Side-Planking Leg-Ups. Zehnmal das Bein heben, dann Seitwechsel. Uschi, du siehst die erste Übung? Die da. Jawohl, Bein heben 10-mal im Seitstütz. Und Franzi geht jetzt in die zweite Übung, in die Candles, in die Kerzen. Hüfte berührt den Boden und dann nach oben schieben. 10-mal das. Unterarmstütz, Uschi, Unterarm, Ellbogen. Jawohl. Nein, vom Fuß zu Fuß.
Fuß zu Fuß. Der untere Fuß ist gerade jetzt genau da. Du kannst losmachen, Schaden, wenn du möchtest. Also Sprit loslegen. Du kannst es in der letzten Übung, damit du sie auch gesehen hast, das müsstest du alle gesehen haben. 5 Runden, 3 Übungen, 10 Wiederholungen pro Übung. Und für Manny und Helmut geht es jetzt Richtung 25 Minuten. Wir sind bei 24:40. Sie von Fuß zu nach oben. Immer vom Fuß berühren. Fuß hoch. Jawohl, genau. Volle Amplitude. Brauchst die Beine nicht ablegen, Charlie, nicht ablegen. Immer in der Luft lassen, immer oben lassen, nur Hüfte ablegen, Charlie. Letzte Übung, 16 oder 15 oder sowas. 15. Jawohl. Und Maddy, du hast noch 3,5 Minuten zur Verfügung, Maddy. Komm. Alle anderen können sich im Chorteil noch austoben. Minuten 40, Maddy. Komm, immer weiter, bleib in Bewegung. Weniger tief die Beine, Charlie. Nicht so weit. Einfach die Hüfte sollen nach unten gehen. Die Beine gar nicht. Jawohl, bitte das. Und dann so weit bitte wieder hoch die Hüfte. Genau, jetzt war er gut. Oh, da hast du ja ein großes Gewicht genommen, Charlie. Wir sind. Aber immer schön an der Brust. Nimm's so, damit du es nicht nach vorne bewegen kannst. Jawohl. Maddy, du hast noch 90 Sekunden zur Verfügung. Dann ist der Drops gelutscht hier.
Letzte Minute läuft. Bist du in der letzten Runde, Franzi? Ja. Oh, passt. Sehr gut. Komm, Eddie. Komm. Weiter. 30 Sekunden, Eddie. Die Vorteile machen, die können gerne noch weitermachen, wenn sie wollen. Sehr gut, Maddie. Very, very good. So, dann schreibe ich mal auf die Ergebnisse. Also, fangen wir wieder oben mit der Franzi an. Irgendwas mit 18,50 oder so, was habe ich gesagt? Ja, 48. 48. Das war sehr stark. Charlie? 21,50. 50. Uschi? 22,03 oder sowas. 03. Helmut? 26,15. Und Maddie, wie weit bist du gekommen? Bis zur letzten Sekunde habe ich jetzt 7 volle Runden. Aber Maddie. Minus 3 Runden. Okay. Ich gehe in die Aufnahme, okay? Ja, du kannst aufhören, die Aufnahme. Genau, danke. Aber hat das für dich gepasst, Maddie? Weil ich wollte dir eigentlich 7 Runden geben und 7 Wiederholungen. Da wärst du ungefähr so schnell gewesen wie Helmut, vermute ich mal.